Hallo! Und jetzt, ich bin im Unterricht und ich wollte euch einfach erklären, was ist Passiversatz? Ersatz heißt Alternative. Ich muss nicht immer sagen, wird gemacht, wird gekocht, wird geschrieben, wird getrunken. Ich kann einfach ein Passiversatz. Passiversatz. Zum Beispiel hier, das Auto ist repariert worden. Oder das Auto wird repariert. Repariert. Das Auto wird repariert. Das ist jetzt Passivform. Ich kann zum Beispiel sagen, lassen plus sich. Lassen plus sich. Das Auto lässt sich leicht oder ohne leicht reparieren. Also das heißt, lassen plus sich plus Infinitiv. Das ist ein Passiversatz. Ein Passiversatz. Ich kann sagen zum Beispiel, mein Haar lässt sich schneiden. Das Fleisch lässt sich kochen und so weiter. Eine Möglichkeit auch als Passiversatz ist Mann. Mann repariert mein Auto. Mann kocht das Fleisch. Mann schneidet das Haar. Ein Ersatz ist auch adjektivbar. Ich kann sagen zum Beispiel, das Auto ist reparierbar. Vielen Dank und tschüss.